gesagt, Maschinenpistolen, Schnellfeuergewehre. Heute Abend wird in Wiesbaden der TECOM-Preis verliehen. TECOM ist eine Gesellschaft, die größte in Deutschland, die für technische Anleitungen Preise verleiht. Und es ist zum allerersten Mal in der Geschichte der TECOM, dass eine Waffenfirma, die schlimmste zudem, auch noch einen Preis bekommt. Wir würden es natürlich unterstützen und finden das auch positiv, wenn Firmen wie Weiland zum Beispiel die Brennstoffzellen herstellen, wenn medizintechnische Firmen solche Preise erhalten, also gute Anleitungen, wie nützt man die Geräte technisch. Aber es darf ja wohl nicht wahr sein, dass die Firma, die von den Opferzahlen her Deutschlands tödlichstes Unternehmen ist, so einen Preis erhält. Dass die TECOM jetzt auf eine Idee kommt, für eine Waffe, sprich für ein Tötungsinstrument einen Preis zu verleihen, ist für sich genommen schon ein Skandal. Die Firma Heckler & Koch stellt Waffen für Polizeien, natürlich auch für Sportschützen, aber eben auch für Militärs in aller Welt her. Es ist bekannt, dass die Waffen von Heckler & Koch nicht nur in Schaukästen stehen, sondern eingesetzt werden in Krisen- und Kriegsgebieten. Dass es eigentlich kaum einen Krieg oder Bürgerkrieg gibt auf der Welt, in dem nicht Heckler & Koch Waffen im Einsatz sind, in der Regel auf beiden Seiten der verfeindeten Parteien, sodass die Opferzahlen ja enorm hoch sind. Und wenn man jetzt einen Preis gibt für eine Pistole und für eine Maschinenpistole, dann muss man sagen, Heckler & Koch hat sich den Ruf erworben, die weltweit besten Maschinenpistolen herzustellen. Die werden aber auch eingesetzt. Also ich war beispielsweise bei einer meiner Recherchereisen in Kenia und da sagte mir ein Vertreter einer kenianischen Friedensorganisation, wir haben ein Riesenproblem in Kenia. Denn die Polizeien schießen mit Heckler & Koch Waffen und in bestimmten Teilen des Landes werden 9 von 10 Menschen mit Polizeiwaffen von der Polizei in Kenia erschossen. Es kann also nicht sein, dass man hier in Wiesbaden sagt, es ist vollkommen in Ordnung, für so eine Waffe einen Preis zu verleihen, für die beste Anleitung, also wie benutzt man diese Waffe, mit dem Hinweis darauf, es ist ja nur für Sportschützen, es ist ja nicht die Militärwaffe. Nein, es ist die gleiche Firma, es ist das vergleichbare Produkt, es ist eine Maschinenpistole und eben eine Pistole auch. Die setzen Polizeien ein, sie setzen sie nicht immer für sinnvolle Zwecke ein, sondern sie setzen sie ein, unter anderem weltweit zum Töten. Gleich zu Beginn unserer Kundgebung kam der Betriebsratsvorsitzende des Hotels zu uns. Das ist erstmal für sich genommen schon ganz positiv, weil er als Gewerkschafter sich solidarisiert hat mit uns, sich erzählen ließ, warum wir diese Kundgebung hier machen und diese Protestaktion und das dann gut geheißen hat, auch Flugblätter mitgenommen hat mit all den Informationen und gesagt hat, er wird es in die nächste Betriebsratsversammlung einbringen, sodass ich hoffe, dass es auch innerhalb der Hotelbelegschaft dann Diskussionen gibt, ob es wahr sein darf, dass eine Waffenfirma, die schlimmste Deutschlands meines Erachtens, so einen Preis erhält. Also wir nicht nur hier eine Kundgebung machen und es dann vorbei ist, sondern über verschiedene Formen, nämlich Filme, Presseerklärungen und eben auch Diskussionen mit Belegschaft, der Prozess angestoßen wird. Weil es werden ja nächstes Jahr wieder Preise verliehen und es darf nicht sein, dass Heckler & Koch nochmal so einen Preis bekommt. Also Heckler & Koch ist eine Firma, die in Oberndorf am Neckar ihren Firmensitz hat, südlich von Stuttgart. Und diese Firma ist gewachsen in den letzten Jahren, ist eigentlich ein Kriegsprofiteur aufgrund der vielen Kriege und Bürgerkriege, die stattfinden. Entgegen der allgemeinen Krise, Wirtschaftskrise, die wir haben, entlässt Heckler & Koch nicht Leute, sondern stellt Leute ein, hat eine neue Firmenhalle gebaut für neue Waffensysteme, ist also ein Kriegsprofiteur. Und ist inzwischen Europas größter Pistolen- und Gewehrhersteller. Die Waffen von Heckler & Koch sind weltweit im Einsatz. Ihre Opfer sind zahllos. Wir schätzen über 1,5 Millionen. Und neben den Toten müssen wir auch die Verstümmelten noch mitrechnen. Die Zahl der Verstümmelten für ihr Leben lang Verstümmelten ist größer als die der Erschossenen, weil ja nicht jeder gleich stirbt, wenn er getroffen wird von einer Kugel. Ich war mehrfach in Somalia, ich war mehrfach in Kurdistan und habe mit Opfern dieser Waffen gesprochen, die zum Teil auch Jahre und Jahrzehnte nach dem Einschuss im Körper Munitionsteile tragen, auch Kugeln tragen. Die Kugeln eitern, die Wunden eitern der Kugeln und habe beispielsweise Abdi Rahman getroffen in Somaliland. Abdi Rahman hat sein rechtes Bein verloren durch einen G3-Beschuss, eine einzige Kugel. Dieses Bein wird Jahr für Jahr weiter abgesägt, weil er Knochenfraß hat. Also es ist nicht damit getan, dass einfach eine Kugel in den Körper trifft und sie rausoperiert wird, sondern sie löst ganz schreckliche Verletzungen aus. Und die Menschen leiden ihr Leben lang drunter. Abgesehen davon, dass Verwandte und Bekannte sterben und ganz, ganz viele dieser Opfer traumatisiert sind, der Überlebenden traumatisiert sind. Hallo Leute, hört ihr mal schnell zu bitte, das gibt wirklich eine gute Nachricht. Also die erste gute Nachricht war ja, dass der Betriebsratsvorsitzende sich mit uns solidarisiert hat
und ganz viele Flugblätter mitgenommen hat für die nächste Betriebsversammlung und aufklären wird und unsere Aktion voll unterstützt. Und das Zweite war jetzt, dass der Pächter dieses Hotels gesagt hat, er hat unser Flugblatt gelesen, er findet es gut, dass wir die Aktion machen, er unterstützt die Aktion und hat auch mehrere, also auch ein Paket von Flugblättern, vielleicht auch 50 oder 100 mit reingenommen und legt sie innen aus. Die letzte und dritte gute Nachricht ist, Herr Paul Rossmann von Ohne Rüstung Leben hat gesprochen mit einer Frau, die Mitglied ist der Jury dieses Preises und die jetzt erst erfahren hat, dass Heckler & Koch eine Waffenfirma ist mit dieser Wirkung ihrer Waffen und die gesagt hat, wir werden in der Jury wieder darüber diskutieren, ob es sein kann, dass eine Waffenfirma so einen Preis erhält. Und wir haben die ganz große Hoffnung heute, dass diese Aktion bewirkt, dass das einmal passiert ist, aber dass dieser Preis nie wieder an irgendeine Waffenfirma in Deutschland verliehen wird. Vielen Dank.